Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video soll es mal wieder um die aktuelle GTA Online Eventwoche gehen. Und zwar gilt diese Eventwoche, glaube ich, schon seit Dienstag. Also seitdem das neue Cairo Perigro Heist Update verfügbar ist. Aber ich mache jetzt nochmal ein Video, weil ich habe erstmal abgewartet, ob am Donnerstag eine neue Eventwoche kommt oder erst nächste Woche Dienstag. Und es ist so, dass nächste Woche Dienstag, also diese Eventwoche, die seit diese Woche Dienstag geht bis nächste Woche Dienstag. Und ja, ich mache jetzt einfach nochmal ein Video über die aktuelle GTA Online Eventwoche. Sondern fange ich jetzt auch mal an. Als erstes mit den doppelten Verdienstmöglichkeiten. Diese Woche gibt es doppelt GTA The Round RP auf den Modus In and Out. So, dann kommen wir jetzt auch schon zu den Rabatten bei Legendaries Motorsport. Gibt es diese Woche nur Fahrzeugrabatte. Und zwar gibt es 35% auf den Labadadi Tigon. So, dann auf den Overflot Emigon. Auf den gibt es auch 35% Rabatt drauf. So, da bin ich aus Versehen drauf gekommen. So, dann auf den Benefactor Krieger. Da, dieser Rabatt ist nur für Twitch Prime Mitglieder und da gibt es 70% für Twitch Prime Mitglieder. So, dann auf den Visa Neo, auf den gibt es nur 35%. Dann auf den Obi-8F Drafter, auf den gibt es auch nur 35%. Von diesen beiden Fahrzeugen und vom Krieger gibt es Videos auf meinem Kanal. Also, wenn euch der Wagen oder die Wagens interessiert, dann schaut da mal vorbei. Ich werde die Videos auch mal verlinken. So, dann auf den Begassi Tesserat. Auf den gibt es 80%. Aber wieder nur für Twitch Prime Mitglieder. So, das waren jetzt auch alle Rabatte. Dann kommen wir auch schon zum aktuellen GTA Online Gewinnfahrzeug, was ihr im Casino gewinnen könnt. Und zwar auf den Begassi Oris. Oder wie man den ausspricht, auf den gibt es auch, den könnt ihr im Casino gewinnen. So, dann gibt es noch 35% auf die Casino Penthäuser und da dann auch auf die Renovierungen. So, das war's jetzt eigentlich auch schon mit der aktuellen GTA Online Eventwoche. Ich zeige euch nochmal, was das aktuelle Premium-Rennen diese Woche ist. So, ich muss einmal die Ansicht wechseln. Und dann zeige ich euch das einmal. Da muss ich wieder nach ganz unten. So, hier. So, das aktuelle Premium-Rennen diese Woche ist Verkehr ist, wenn's kracht. So, das normale Zeitrennen, das ist hier. Und das ist Maceback Arena. Und das normale RC Bandito Zeitrennen, das ist hier. Und das ist Canelo von Vespucci. Zu den Zeitrennen gibt es auch schon Videos auf meinem Kanal. Also wenn ihr da gewisse Schwierigkeiten habt, dann schaut da mal vorbei. So, jetzt könnt ihr noch ein T-Shirt freischalten, wenn ihr euch einmal diese Woche in GTA Online einloggt. Und zwar, ich blende euch ein Bild davon ein. Ein gelbes Steel Slipping FM T-Shirt. Also von dem neuen Radiosender. Das ist eigentlich ganz nice. Also loggt euch einmal ein und dann kriegt ihr das geschenkt. Außerdem, da gehe ich aber nochmal näher in ein anderes Video ein, könnt ihr ein Fahrzeug kostenlos kriegen, wenn ihr einmal GTA Online zockt. Also schaut da mal im nächsten Video vorbei, da geht es dann nochmal darum, also um das Auto, was ihr kostenlos kriegen könnt und um die Geschenke, die ihr kriegt, wenn ihr den Cairo Perigro heißt, abschließt. Da gibt es drei Geschenke, die ihr kriegt und dazu werde ich nochmal extra ein Video machen. Also schaut da mal bei meinem nächsten Video vorbei, wenn euch das interessiert. So, jetzt könnt ihr ruhig noch meine anderen Videos angucken zum Cairo Perigro Heist. Da haben wir ja im ersten Video das U-Boot gekauft und in den nächsten Videos mache ich dann die Vorbereitungen für den Heist. Und dann kommt auch mal das Finale vom Cairo Perigro Heist. Also schaut da mal vorbei, wenn euch das interessiert. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder einen Kommentar. Und dann beende ich jetzt auch erstmal das Video. Schreibt auch in die Kommentare, wie ihr die aktuelle GTA Online Eventwoche findet. Und dann würde ich mich noch über ein Like freuen auf dieses Video.
Und dann bin ich auch erstmal wieder raus. Ciao, Leute.